Lottery Scheduling. Was ist denn da die Idee? Es gibt etwas, das nennt sich Proportional bzw. Fair Share Scheduler. Und zwar versuchen wir jetzt anstelle der Turnaround-Zeiten zu optimieren, versuchen wir jetzt sicherzustellen, dass jeder Job einen gewissen Prozentsatz der CPU-Ressourcen erhält. Und da ist eben das Beispiel Lottery Scheduling. Die Grundidee ist so: Es werden Tickets vergeben, die wie in einer Lotterie gezogen werden. Prozesse, die öfters laufen sollen, erhalten einfach mehr Lotterielose. Einfach, oder? Also das ist genauso, wie es auf dem Jahrmarkt passiert. Je mehr oder wenn Sie Ihre Chance zu gewinnen erhöhen wollen, dann kaufen Sie einfach nicht mehr Prozesse, sondern mehr Lose. Ne? Und genauso kann man das eben auch bei solchen Lottery-Schedulern machen. Ja. Und das Grundkonzept an der Stelle sind Tickets, also die Lose, die man da kaufen kann oder die einen Prozess in unserem Beispiel bekommt. Und die repräsentieren immer unseren CPU-Share. Also das Ticket ist jetzt mal so dieses konkrete Beispiel. Hier haben wir jetzt einen Job A, der bekommt 75% der Tickets. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben 100 Tickets. Das heißt, er bekommt die Lose 0 bis 74. Und der Job B, der soll nur 25% von der CPU bekommen. Der bekommt dann 75 bis 99. Und alles, was jetzt funktionieren oder alles, was man jetzt braucht, ist, der Scheduler muss wissen, wie viel Lose es insgesamt gibt. Ja? Also zum Beispiel 100 Stück. Und dann mache ich einfach per Zufall, ziehe ich das raus. Und da sehe ich schon, das Gewinnerticket gibt an, welcher Prozess laufen darf. Also in dem Beispiel unten, da sehen wir dann in der oberen Zeile die Ticketnummer und entsprechend welcher Prozess laufen darf. Also A darf laufen, dann darf B laufen, dann wieder A, dann B. Das sind immer die Lose, wie sie gezogen werden. Wer sich das jetzt durchrechnet oder einen Blick ins Buch wirft, da hat jetzt B tatsächlich nur 20%, also nicht die 25%. Wir nähern uns an der Stelle immer nur diesen 25% an. Je länger so ein Lotterieverfahren läuft, desto gerechter wird das verteilt. Wenn das kurz läuft, dann habe ich natürlich die Chance, dass es nicht ganz so gerecht verteilt wird. Ja. Da kann man sich jetzt eben genau die Überlegung mal anstellen. Es ist eine rein statistische Annäherung an die gewünschte Aufteilung, also ob jetzt ein Prozess die 75 und der andere Prozess 25% bekommt. Je länger so ein Job läuft, ja, desto besser ist eben diese Annäherung. Da kann man sich überlegen, was ist denn eigentlich bei einer Verteilung von 99 zu 1%? Dann könnte es durchaus sein, dass die Turnaround-Zeit für diese 1% ganz am Ende erst passiert. Ne? Und das heißt, ich hätte sowohl die Response-Zeit als auch die Turnaround-Zeit, die wären in dem Fall ganz, ganz schlecht. Was man sich auch überlegen muss, ist, man braucht einen unheimlich guten Zufallsgenerator. Und es ist gar nicht so einfach, so ein Ding zu bauen. Das heißt, da muss man ein bisschen Überlegung reinstecken, wie man das macht. Und es stellt sich natürlich die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ein neuer Job dazu kommt? Die ersten vier Punkte, die sind erstmal wirklich Probleme, über die man sich Gedanken machen muss. Der fünfte Punkt, der ist relativ einfach zu lösen und das ist Stand heute auch schon gelöst. Es werden einfach die Tickets neu verteilt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Job dazu kommt, werden die Lose neu verteilt. Und dann wird eben wieder entsprechend fair unter allen Jobs ausgelost. So. Man kann das jetzt noch ein bisschen komplizierter gestalten mit einer Ticketwährung oder Ticket-Currency. Das heißt, man kann sich überlegen, dass ein User mehrere seiner Tickets, die er vom Betriebssystem bekommt, eine eigene Währung zuordnen kann. Also das jetzt wirklich mal als Metapher gesprochen. Vielleicht ist es an dem Beispiel ein bisschen deutlicher. Also ich habe A und B und die bekommen jeweils 100 Tickets. Und das sind jetzt keine Jobs, über die wir sprechen, sondern User. Ne? Und User A hat zwei Jobs, A1 und A2. Und jeder der Jobs bekommt 500 von insgesamt 1000 User-Tickets. Ne? Das ist meine User A-Währung, die ich da verwende. Und B hat einen Job, ja, das ist B1. Und der Job bekommt 10 von 10 User-Tickets. Ne? Das ist dann die Währung von B. Und das Betriebssystem, das konvertiert nachher diese User-Tickets in die Systemwährung. Und das bedeutet im konkreten Beispiel, ganz oben hatte ja A und B hier 100 Tickets bekommen. Das heißt, wenn das Betriebssystem das zurückrechnet, konvertiert das System die Tickets pro Job zu 50 Systemtickets
Ja, das heißt, jeder Job von A hat eben 50 Lose im System und bei B der eine Job hat 100 Lose im System, ne? So kann sich das quasi jeder User für sich nochmal einfach einteilen. So. Es gibt noch einen Mechanismus, der nennt sich Ticket-Transfer. Und da kann ein Prozess temporär Tickets an einen anderen Prozess übergeben. Und da ist die Frage, warum soll ich das überhaupt machen? Ja, weil ich möchte eigentlich, dass ich als Prozess bis ans Ende durchlaufe. Und ich möchte jetzt dann nicht irgendwie meine Tickets verschenken. Das wäre genauso doof, als wenn sie auf der Kirmes Lose kaufen, die dann einfach wegschenken und die anderen Menschen dann was gewinnen. Ja, könnte aber durchaus Sinn machen. Und zwar stellen Sie sich mal lokal einen kleinen Server-Mechanismus vor. Also Client-Server-Mechanismen kommen auf jeden Fall noch in komplexe Systeme, in Architekturen vor. Aber ich denke, vom Grund wissen Sie, was ein Client-Server ist. Die können ja auch lokal laufen. Also ich habe zum Beispiel mehrere Prozesse, die miteinander kommunizieren. Und der Client, der läuft, der wartet jetzt auf, stellt eine Anfrage an den Server und jetzt muss der ja warten, bis der Server fertig ist. Und was kann ich jetzt machen? Ich kann meine Tickets dem Server geben, dass der mehr Tickets hat, ja, und eine höhere Chance hat, dass er in diesem Lottery Scheduling ausgewählt wird. Dann berechnet nämlich der Server schneller und wenn der mir die Antwort liefert, dann gibt er mir meine Tickets auch zurück. Ja, das heißt, ich kann da ein bisschen spielen und mein Gesamtkonglomerat an Prozessen ein bisschen verbessern. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich so einen gewissen Boost reinbringen kann, wenn ich mehrere Prozesse habe. Das funktioniert auch dann bei Child-Prozessen. Also wenn ich als Prozess einen Child-Prozess spawne, dann könnte ich dem zum Beispiel auch solche oder meine Tickets geben, dass der entsprechend ausgeführt wird. So. Tatsächlich ist es so, dass es diesen Fair Scheduler gibt. Und zwar gibt es etwas, das nennt sich Linux Completely Fair Scheduler, CFS. Und das ist der Scheduler, deswegen haben wir das jetzt auch mal durchgenommen, weil es es praktisch tatsächlich gibt. Und den gibt es eben in den Linux-Systemen. Und das gibt eine Studie von Google und da hat man mal herausgefunden, dass das Scheduling von Prozessen tatsächlich bis 5% der CPU-Ressource ausmachen kann. Das heißt, ich werfe mir einen Blick, weil ich habe so einen CPU-Monitor gerade nebenbei laufen und ich habe recht viele Prozesse gerade am Laufen. Meine CPU ist aktuell mit Streaming und Recording 6,9% ausgelastet. Und das, jetzt stellen Sie sich vor, ich bräuchte noch 5% für das Scheduling von den ganzen Prozessen, dann wird sich das schon ganz schnell verdoppeln. Also mal versucht, das möglichst zu drücken. CFS führt dafür noch was ein, das nennt sich Virtual Runtime, vRuntime. Und jeder Prozess, der läuft, der sammelt diese vRuntime an. Ja, da gehen wir jetzt auch noch ein bisschen drauf ein. Bei einer Scheduling-Entscheidung wählt dieser CFS-Scheduler den Prozess aus, der die geringste vRuntime hat. Ja, da versucht man dann entsprechend fair zu sein, dass alle gleichermaßen ausgeführt werden. Ja. Und jetzt stellt sich hier die Frage, wie oft sollte ich denn wechseln? Ne? Also Fragen sind jetzt vorhin schon mal aufgetaucht. Und da gibt es ein paar Parameter in dem CFS. Und einer der Parameter ist die Scheduler Latency. Das ist die Timeslice-Dauer. Und die ist typischerweise auf 48 Millisekunden eingestellt. Und die teile ich dann durch die Anzahl der Prozesse, die ich habe. Und das gibt dann eben entsprechende Zeitschreibe pro Prozess. Und damit habe ich erstmal eine faire Zeitverteilung. Deswegen heißt das Ding auch Fair Scheduler. Jetzt könnte es aber so sein, also stellen wir uns vor, wir haben 10 Prozesse. Und wir haben diese 48 Millisekunden und ich teile jetzt diese 48 Millisekunden durch 10 Prozesse. Dann lande ich bei 4,8 Millisekunden und das ist nicht mehr effizient. Das Problem hatten wir vorhin schon. Wie oft darf ich irgendwas wechseln? So. Und jetzt sagt man mit dieser Minimum Granularity, dass dieser Wert nicht unterschritten werden darf. Das heißt, typischerweise sind ja 6 Millisekunden eingestellt. Das heißt, auch wenn ich das jetzt, wenn ich 10 Prozesse habe, sage ich, okay, jeder Prozess darf mindestens 6 Millisekunden laufen, ne, damit sich dieser Context-Switch nachher auch rentiert. Und jetzt ist es so, dass das CFS regelmäßig Timer-Interrupts nutzt. Das war ja vorhin dann auch die Frage, wann so ein Prozess was mitbekommt. Und immer zu diesem Interrupt, der quasi im System passiert, kann dann das Betriebssystem entscheiden, was es machen soll und wie es neu schedulen soll. Ne, das heißt, es muss dann auch immer diese Zeitspanne entsprechend warten. So. Ein kleines Beispiel, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mal vier Jobs, das ist A, B, C und D. Und wir gehen mal davon aus, dass C und D ganz kurz nach
nicht nach A, nicht nach E, sondern nach A eintreffen, beziehungsweise B eintreffen. So. Nach der ersten Zeitscheibe wird einer der Jobs aus genau B, C, A, B und C ausgewählt. Das war jetzt der Fehler. Genau. Also aus A, B, C wähle ich einen Job aus. Das A, B, C wird ausgeführt, dann wird D ausgeführt, dann habe ich hier wieder A, B, C, D. Ne? Also die werden immer in dieser Reihenfolge ausgeführt, weil ich davon ausgehe, dass die V-Runtime an der Stelle kleiner ist. Und wenn ich jetzt am Zeitpunkt T bin, T gleich 100 bin, dann sind in dem Beispiel C und D fertig. Das waren eben solche Kurzläufer. Und dann gehe ich hin und teile diese V-Runtime zwischen A und B auf. Und deswegen dürfen jetzt plötzlich A und B erstmal wieder länger laufen. Also das ist jetzt einmal das ist ein ganz simples Beispiel, wie ich vier solche Prozesse schedule und wie ich dann weitermache, wenn zwei der Prozesse fertig sind. Die Fehler, also weil das jetzt vielleicht ein bisschen zu Verwirrung führt, die beiden Fehler oben, die korrigiere ich noch in der Folie, bevor ich die hochlade. So. Dann verwendet genau dieses CFS auch eine Gewichtung oder eben diese Niceness, was man mit diesem Nice eingeben kann. Und auch CFS, oder daher gibt es das auch in den Linux-Systemen drin, ermöglicht die Angabe von den Prioritäten, ja, und damit ein Prozess eben mehr CPU-Ressourcen erhalten kann. In Unix entspricht das eben diesem Nice-Level. Und das kann zwischen minus 20 und plus 19 gesetzt werden. Ne? Das schauen Sie sich mal an, wie Sie die entsprechend setzen können. 0 ist dabei der Standardwert. Je kleiner der Wert ist, ja, desto höher ist die Prio. Deswegen rechts auch das Bild nochmal an der Stelle hier. Hier das Bild da oben, genau. Kleiner 0 ist eine höhere Prio, das heißt, da geht es nach oben und kleiner 0 ist eine kleinere Prio. So, dann ist die Frage, wie berechne ich denn diese Zeitscheiben da drin? Da gibt es eine Formel, wie diese Timeslice berechnet werden kann. Und rechts sehen Sie mal die Liste mit Werten, wie die Gewichtung angegeben wird. Und was macht man da jetzt? Ich habe zwei Prozesse. Ich nehme hier mal den Prozess A, der bekommt die Prio minus 5. Also das ist ein Job, der soll bevorzugt ausgeführt werden. Und ich habe einen Job B, der bekommt die Prio 0, was der Standard ist. Ne? Also ich mag den Job nicht so. Oder der ist nicht so wichtig. Und jetzt gehe ich da eben in diese Tabelle rein und suche mir mal bei minus 5 den ersten Wert raus. Das ist die 3121. Und dann suche ich mir den Wert für B raus, das ist 1024 bei 0. Und wenn ich das jetzt oben in diese Formel reinwerfe mit den Parametern, die wir vorher schon genannt hatten, dann bekommt A, hoppala, 36 Millisekunden und B bekommt dann 12 Millisekunden. Also A bekommt da gut drei Viertel mehr an Zeit als B. Also kann man sich das dann ausrechnen. So, jetzt ist die Frage, wie berechne ich diese V-Runtime, weil die muss ich entsprechend auch anpassen. Das heißt, wie viel Laufzeit hat eigentlich so ein Prozess kumuliert im Verhältnis zur Gewichtung, die er hat? Ja, weil das ist ja auch nochmal ein Punkt, den ich bedenken muss. Und da gibt es auch die Formel, die da steht. Die funktioniert dann genau so. Und das Spannende an dieser Formel ist folgendes: Wenn sich die Gewichtung im Verhältnis bleibt immer gleich, wenn andere Prioritäten gewählt werden. Das heißt, wenn ich jetzt beide Prozesse umstufe, ne? Also A auf 5 und B auf 10 setze. Ne? Vorher war das ja minus 5 und 0. Wenn ich im gleichen Verhältnis ändere, dann werden da zwar andere Zahlen ausgewählt, da habe ich jetzt hier auch leider die falschen noch gehighlightet, dann werden andere Werte ausgewählt, aber A und B werden immer noch im gleichen Verhältnis gescheduled. Das heißt, A hat immer noch diese 36 Millisekunden, B hat immer noch diese 12 Millisekunden. Ne? Das heißt, deswegen bleibt dieses System auch fair an der Stelle. So funktioniert das tatsächlich in den Linux-Systemen. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die wir uns überlegen mussten. Wir haben ja für diese ganzen Prozesslisten, das hatten wir in der letzten Vorlesung oder in der letzten Einheit mal durchgesprochen. Ich habe ja eine Liste von laufenden Prozessen, ich habe eine Liste von geblockten Prozessen, ich habe eine Liste von gescheduled, also ready-Prozessen. Und ich habe ja jetzt im Linux-System noch ein anderes Prozessmodell. Das heißt, ich habe ganz viele Listen, die ich ja durchgehen muss, und das muss ich bei jeder Scheduling-Entscheidung treffen. Und wenn ich mal überlege, dass da 100 oder ein paar tausend Prozesse drin sind, das gibt es tatsächlich. Wie finde ich eigentlich den nächsten Prozess, na, wenn da jemand eine Idee hat? Ist die Frage, skalieren Listen? Ja? Also ich müsste ja
Jede Liste, die ich habe, zum Beispiel die geblockten Liste oder die Ready-Liste, muss ich ja bis zum Ende durchgehen, weil ich muss herausfinden, welcher Prozess hat die geringste V-Runtime. Ja. Und da sprechen wir von einem linearen Aufwand. Und das wäre eigentlich ein Superkauf für so ein Betriebssystem, weil wir sind dann nur noch beim Durchsuchen von Listen und kommen eigentlich gar nicht mehr zum Schedulen oder zum Ausführen von Prozessen. Ja, also das wäre jetzt so ein Problem an der Stelle. So, und da gibt's eine ganz geschickte Geschichte, was man sich mal ausgedacht hatte. Und das sind Rot-Schwarz-Bäume. Also man hat sich einfach mal eine ganz geschickte Datenstruktur ausgewählt. Und das CFS speichert alle Prozesse in Rot-Schwarz-Bäumen. Ne? Und ich habe da entsprechend pro Liste einen eigenen Baum. Sie werden Bäume in Algorithmen-Datenstrukturen im dritten Semester haben. Ne? Das ist jetzt einfach so ein bisschen ein Vorblick oder ein Ausblick. Rot-Schwarz-Bäume sind ausgeglichene Bäume und die können mit einem logarithmischen Aufwand bedient werden. Also die O-Notation, was Sie hier sehen, ist der Aufwand, den ich habe. Linear bedeutet eben, habe ich 1000, dann dauert das 1000 mal so lang, habe ich 5000, dauert das 5000 mal lang. Und bei einem logarithmischen Aufwand bedeutet das, die Kurve flacht sich immer mehr ab. Ja, das sollten, glaube ich, aktuell alle kennen aus den Medien, dieses Flatten the Curve. Ja. Das eine ist ja exponentiell, linear hätte ich eine Gerade und bei diesem Flatten the Curve versuche ich ja in diesen exponentiellen Wachstum reinzugehen. Und genau das kann ich bei diesen Rot-Schwarz-Bäumen machen. Das heißt, wenn ich einfüge, lösche oder was suche, bin ich eben immer in diesem logarithmischen Aufwand. Das heißt, das ist eine unheimlich gute Datenstruktur, die man da gewählt hat. Und das vielleicht als ein bisschen als Motivation, warum Sie Algorithmen und Datenstrukturen hören sollten, auch wenn manchmal das Thema recht trocken ist. Die Grundlagen, die Sie da lernen, die sind nicht für umsonst, sondern manchmal braucht man das. Und das ist genau der Grundstein, den Sie eigentlich später auch nutzen können. Also ich habe viel zu oft schon Entwickler gesehen, die das nicht konnten und das nicht beherrscht haben und dann einfach schlechte Algorithmen und schlechte Datenstrukturen ausgewählt haben, um Probleme zu lösen, was mit der geschickten Wahl von einer Datenstruktur oder von einem anderen Algorithmus wesentlich besser zu handhaben war. Ne? Deswegen lernen Sie das auch im nächsten Semester als kleine Motivation. So. Jetzt schauen wir uns noch an, wie CFS mit Input-Output umgeht. Das heißt, was ist eigentlich, wenn ein Prozess A permanent läuft und B aufgrund von einer I/O-Operation geblockt ist? Na, gehen wir mal davon aus, der muss jetzt 10 Sekunden warten. Dann wacht doch B auf und hat die niedrigste V-Runtime. Und zwar in unserem konkreten Fall wären das 10 Sekunden kleiner als bei A. Warum? A ist weitergelaufen, hat 10 Sekunden V-Runtime gesammelt und B ist ja nicht gelaufen. Und jetzt würde B, da er ja die geringste V-Runtime hat, die CPU für ganze 10 Sekunden monopolisieren, also wieder so ein Problem vom Anfang. Ja, das heißt, A könnte potenziell verhungern, also da haben wir dieses Problem oder Phänomen der Starvation wieder für A. So. Das heißt, je länger ich geblockt bin, desto weniger meine V-Runtime und desto länger darf ich nachher laufen. Und bei jeder Scheduling-Entscheidung, ne, die ja durch den Timer-Interrupt ausgelöst wird, hätte ich ja immer noch den geringsten Wert, bis ich bei den 10 Sekunden bin. Also setzt das CFS an der Stelle auf folgende Lösung. Sobald ein Job aufwacht, bekommt er den Minimumwert im Baum, ja, in diesem AVL-Baum. Und jetzt muss man dran denken, wir sprechen dann von der Liste aller laufenden Jobs. Das heißt, wenn jetzt A zum Beispiel läuft, hat A einen bestimmten Wert angenommen, da ist nur A drin, bekommt B, wenn er wieder gestartet wird, genau diesen Wert von A. Das heißt, beide haben in dem Moment die 10 Sekunden und dann bin ich wieder im Prinzip bei diesem fairen Scheduling. Damit kann ich im Prinzip diese Starvation vermeiden. Problem ist an der Stelle nur, dass Jobs, die nur ganz kurz schlafen, eigentlich keinen fairen Anteil bekommen, ne? Weil die werden dann immer wieder auf diesen anderen Wert gesetzt. Das heißt, man hat an der Stelle nichts davon, wenn man nur kurz schläft und dann wieder aufwacht an der Stelle. Ne? Das ist ein Gedankenspiel. Das können Sie sich mal durchgehen an der Stelle. So, da habe ich noch einen Hinweis, genau. Am Beispiel von CFS, da sieht man, dass die Wahl von einer geeigneten Datenstruktur enorme Auswirkungen auf ein System haben kann, ne? Und deswegen macht es eben Sinn, dass sich auch mit dem Thema Algorithmen-Datenstrukturen in SAP 3 auseinandersetzen.